Willkommen zum ersten richtigen Kapitel der Vorlesung Verteilte Systeme. Wir fangen hier an, uns zunächst einmal über sogenannte Client-Server-Systeme zu unterhalten. Dieses erste Kapitel legt Grundlagen und bespricht die Basisstrukturen davon. Genauer möchte ich mit Ihnen hier etwas Terminologie schaffen. Wir müssen uns etwas über Modellbildung unterhalten, welche Annahmen wir eigentlich treffen, wenn wir Systementwurf betreiben. Das betrifft sowohl unser System an sich, als auch die Art und Weise, wie wir Datenaustausch betreiben. Dann besprechen wir ein paar typische Schnittstellen, über die man Datenaustausch betreibt. Das ist für die meisten von Ihnen vermutlich nur eine Wiederholung aus dem, was Sie aus einer Betriebssystemvorlesung oder aus einer Vorlesung wie der KMS oder SSSB kennen. Wir werden uns insbesondere über Sockets unterhalten und ein paar Abkömmlinge der Socket-Strukturen uns anschauen. Das ist eigentlich nur zum Warmwerden, dieser Anfang. Das ist Ihnen vermutlich alles im Wesentlichen vertraut und ist nur noch mal zur Erinnerung gedacht. Danach besprechen wir Strukturen von verteilten Client-Server-Systemen im Besonderen, was die Grundideen dabei sind, wie sich das zusammenbaut. Und ganz zum Schluss schauen wir uns ein paar Codebeispiele an. Am Ende dieses Kapitels sollten Sie in der Lage sein, die Client-Server-Systeme zu begründen. Warum hat man diese Struktur gewählt? Warum macht man das so? Vor- und Nachteile zu benennen. Und Sie sollten in der Lage sein, einfache Codebeispiele dafür selbst zu schreiben oder Fehler in bekannten Codebeispielen zu finden. Das ist der Plan für dieses Kapitel. Wir werden das vermutlich in zwei oder drei kleinere Teilvideos aufteilen. Sie sehen, es sind etwa 90 Folien, aber nicht erschrecken, davon sind ein paar Animationsfolien und ein paar Strukturfolien. Also ganz so viel ist es dann auch nicht. So, lassen Sie uns loslegen, indem wir uns über den Hintergrund unterhalten. Das Systemmodell. Was nehmen wir an? Welche Annahmen treffen wir, wenn wir uns über Systementwurf, über Systemeigenschaften unterhalten? Es ist leicht, sich hierbei in Missverständnissen zu ergehen, wenn man nicht klar sagt, klar darlegt, über welchen Fall man eigentlich redet. Dazu müssen wir uns über ein paar Aspekte unterhalten. Zunächst mal über das Knotenmodell. Was unterstellen wir darüber, wie ein einzelner Teilnehmer eines solchen verteilten Systems sich benimmt? Und über die Art und Weise des Datenaustauschs. Davon werden wir uns zwei Arten anschauen. Den nachrichtenbasierten Austausch werden wir ausführlicher besprechen und wir werden ganz kurz, eigentlich nur im Vorbeigehen, den Fall des verteilten Speichers streifen. Das ist eher eine Vorlesung für verteiltes Rechnen, für High-Performance-Computing. Da gehört das eher hin. Oder auch in eine theoretische Vorlesung zu verteilten Algorithmen. Für uns ist das eher nur ein Randthema. Dann müssen wir uns darüber unterhalten, wie sich Dinge in der Zeit benehmen, wann Dinge passieren, wie lange Dinge dauern, was unterstellen wir darüber, wann man sich darauf verlassen kann, dass etwas nicht mehr passiert. Das werden wir in Timing-Modellen beschreiben. Und zum Schluss dieses Teils des ersten Kapitels reden wir noch über Fehlermodelle. Was kann schiefgehen? Was darf schiefgehen? Was ist ein akzeptables Fehlverhalten, das wir in unserem System, Algorithmen, Protokollentwurf berücksichtigen müssen? Und was würde man als katastrophalen Fehler, als ein Verletzen der Fehlerannahme auffassen, dass man sich auch gar nicht bemüht, in einem Protokoll dann abzufangen. Es ist dann außerhalb des anzunehmenden Unfalls. Wir reden hier über die Art und Weise der anzunehmenden Unfälle, mit denen wir hinterher umgehen müssen. So, das ist der Plan für diesen Teil. Das wird auch dieses erste Video hier, wird sich diesem Teil hier widmen. Fangen wir an. Reden wir davon, was wir über allgemeine Systemmodelle uns zunächst mal anschauen müssen. Diese Vorstellung, dass ich ein Modell brauche, um darüber zu argumentieren, das ist Ihnen aus Vorlesungen wie der Modellierung und aus Algorithmenentwurfsvorlesungen natürlich bekannt. Wie gesagt, wir müssen darüber reden, wie ein Knoten sich verhält, was ein Hardware- und Software-Anbenehmen zeigt. Wir müssen den Datenaustausch Zeit, Fehler und eigentlich müssten wir uns noch über Security unterhalten. Also was ist das? Nicht das Fehlverhalten, sondern das Verhalten gegenüber einem bewussten, schädlichen Angriff. Was unterstellen wir hier? Ja, müsste man. Allerdings ist auch hier in dieser Vorlesung die Zeit begrenzt. Die ganze Security-Diskussion klammere ich hier in dieser Veranstaltung aus. Dafür haben Sie eine eigene Pflichtveranstaltung im fünften Semester, die sich nur um IT-Sicherheit kümmert. So dass wir hier den Angreifer in aller Regel ignorieren werden. Fangen wir mit dem Knoten an.
Was unterstelle ich über einen Knoten? Sie erinnern sich an das nullte Kapitel. Ich unterstelle, dass ein Knoten Teilnehmer, Prozess, Prozessor, das sind alles Begriffe, die ich austauschbar benutzen werde. Ein Knoten, ein Node in einem verteilten System ist ein für sich eigenständig handelndes Teilsystem. Es ist wieder diese Vorstellung der Autonomie. Jedes Teilsystem ist autonom in seinem kompletten Verlauf. Es ist ein vollständiger Computer, ein vollständiger Rechner mit Betriebssystem etc. etc. Auch wenn ich manchmal vereinfachend oder der Schlampigkeit halber Prozess, Prozessor oder ähnliches sagen werde, ich unterstelle immer das autonome, vollständig für sich allein agierende Teilsystem an dieser Stelle. Der Fall, dass ich es hier mit dem Teil eines koordinierten Systems wie etwa einem Multiprozessor zu tun habe, wie gesagt, den klammern wir aus. Das macht eine Vorstellung wie High-Performance-Computing zum numerischen Rechnen. Also, wir haben eigentlich einzelne Rechner, die miteinander Datenaustausch betreiben, um einen gemeinsamen Systemzweck zu erreichen. Wie betreiben wir diesen Datenaustausch? Nun ja, das einfachste, das naheliegende Modell ist der Nachrichtenaustausch. Knoten dürfen sich einander Nachrichten zuschicken. Eine Nachricht, eine Message, ein Packet, das ist hier im Prinzip alles ein austauschbarer Begriff, ist eine wohl abgegrenzte Menge von Daten, die ein Sender und ein Empfänger hat. Sie können sich das gerne als eine Postkarte vorstellen, die anhand irgendwelcher vorgegebener, in der Regel beschriebener Verbindungspfade traversieren und sich ausbreiten dürfen. Das müssen wir noch ein bisschen genauer aufsagen, was wir jetzt mit diesem Nachrichtenmodell tatsächlich meinen. Also, eine Nachricht hat in aller Regel genau einen Sender. Sie hat meistens, aber nicht immer, auch da werden wir viele Ausnahmen sehen, meistens einen intendierten Empfänger, ist damit ein Paket. Eine Nachricht, wenn man genau hinguckt, eine Nachricht würde man sagen, hat keine obere Schranke für ihre Länge. Einem Paket unterstellt man in der Regel eine Maximalgröße. Das ist hier nicht der spannende Punkt. Von daher, eine Nachricht ist ein Paket, wenn es einen Absender und einen Empfänger dazu gibt. Alternativ kann man sich noch vorstellen, dass ich nicht über einzelne abgegrenzte, mit klarem Beginn und klarem Ende abgeteilte Nachrichten oder Pakete nachdenke. Ich kann auch einen Strom von Daten mir vorstellen, ein Bit, noch ein Bit, noch ein Bit, noch ein Bit, kontinuierlich ohne klare Nachrichtengrenzen. Das kann ebenfalls sinnvoll sein, wenn Sie an Multimedia, Sprachübertragung oder ähnliches denken. Dann ist dieses Modell für Echtzeitdaten oft das angenehmere Modell. Wir werden typischerweise hier eher über Pakete und Nachrichten reden, die wir miteinander austauschen wollen. So, was macht jetzt dieser Paket oder dieser Strom? Es gibt noch die Frage, in welcher Richtung er unterwegs ist. Im einfachsten Fall ist es eine unidirektionale Kommunikation, nur von einem Initiator zu einem Empfänger. Es kann natürlich auch den Fall geben, dass es einen bidirektionalen Datenaustausch gibt. Vom Sender zum Empfänger, die Rolle tauscht sich, der Empfänger wird zum Sender, sodass sie Daten hin und her austauschen haben. Ja, das ist schön. Was machen wir jetzt mit diesen Nachrichten? Wir hoffen natürlich, dass sie ankommen und ausgeliefert werden an ihrem Empfänger. Also, welche Eigenschaften werde ich hier noch unterstellen? Naja, im einfachsten Fall kann etwas schiefgehen, indem eine Nachricht verloren geht. Sie kommt einfach nicht an. Sie ist verschwunden. Sie kann vielleicht ankommen, aber möglicherweise wurde sie während der Übertragung verändert. Das kann durch Zufall passieren, Übertragungsfehler, denken Sie an eine drahtlose Übertragung, bei der das fast eher die Regel als die Ausnahme ist, dass das passiert. Das kann auch durch eine intendierte Fälschung sein. So, den intendierten Fall des Angreifers, den habe ich schon wegabstrahiert, den haben wir schon wegveranlahmt. Wir gehen also nicht davon aus, dass es eine böswillige Fälschung ist. Naja, und die Frage einer zufälligen Modifikation, die können wir auch eigentlich bequem unterschlagen. In der Vorlesung Rechnernetze würden wir uns darüber unterhalten, wie man damit umgeht, dass es zu zufälligen Fehlern kommt. Sie können diese zufälligen Fehler mit erdrückend hoher Wahrscheinlichkeit bei geringem Aufwand detektieren. Das ist ein sogenanntes CRC, Cyclic Redundancy Check Verfahren. Das detektiert diese zufällige Verfälschung. Und wenn Sie wissen, dass das Paket verfälscht wurde, dann können Sie sich nicht mehr auf den Inhalt verlassen und Sie werden das Paket in der Regel einfach wegwerfen, selbst wenn es bei Ihnen als Empfänger ankommt und selbst wenn Sie sicher sein sollten,
dass sie der richtige Empfänger sind. Sie wissen nicht, ob der Inhalt, was der Inhalt wirklich ist. Sie werden es verwerfen und vielleicht Vorkehrungen treffen, dass das Paket noch einmal übertragen wird, eine Übertragungswiederholung durchführen, sodass wir diesen Fall hier eigentlich ausschließen können. Wir können also davon ausgehen, dass eine Nachricht, die ankommt, auch die Nachricht ist, die abgeschickt wurde. Das ist eine sehr praktische Annahme. Wir müssen uns dann um ganz, ganz viele Sonder- und Randfälle nicht kümmern. Was passiert, wenn ich mehrere Nachrichten schicke? Sind meine Nachrichten 1, 2, 3 in dieser Reihenfolge abgesendet worden? Kann ich mich darauf verlassen, dass sie auch in dieser Reihenfolge 1, 2, 3 ankommen? Im Allgemeinen natürlich nicht. Im Allgemeinen kann es natürlich passieren, dass sich Nachrichten überholen, in unterschiedlicher Reihenfolge am Empfänger ankommen. Ist das ein Problem? Ja, das ist ein Problem. Sie wollen natürlich in der richtigen Reihenfolge die Nachrichten verarbeiten. Es ist aber auch ein leicht lösbares Problem. Wenn Sie Spaß haben, pausieren Sie das Video hier an dieser Stelle und überlegen sich, wie Sie damit umgehen würden. Aber die Idee ist völlig naheliegend. Sie vereinbaren zwischen Sender und Empfänger, dass der Sender die Nachrichten durchnummeriert, eine sogenannte Sequenznummer in den Nachrichtenkopf hinzufügt, und als Empfänger schauen sich die Folge der Sequenznummern an, und wenn Sie sehen, dass Sie 1, 2, 4, 3 empfangen, dann kratzen Sie sich etwas am Kopf und Sie merken sofort, das kann natürlich nicht sein, Sie müssen die Nachrichten tauschen. Sie merken auch, wenn Sie 1, 2, 4 empfangen, dann fehlt da ja was. Dann fehlt da ja die Nachricht in der Mitte, dann fehlt die 3. Das heißt, Sie sollten vielleicht die Nachricht 4 noch nicht unmittelbar verarbeiten. Sie sollten es vielleicht noch ein Stückchen zurückhalten, vielleicht zur Seite legen, einen Puffer. Vielleicht kommt die Nachricht 3 ja noch. Und wenn 3 kommt und diese Lücke schließt, dann können Sie 3 und 4 direkt verarbeiten und damit weitermachen. Das klingt plausibel, das ist für alle praktischen Zwecke in der Tat auch plausibel, allerdings für eher theoretische Fälle stimmt das tatsächlich nicht mehr. Da muss man sich genauer überlegen, was ich eigentlich erreichen kann, insbesondere was passiert, wenn Sie nicht viele Sequenznummern unterscheiden können. Im einfachsten Fall haben Sie nur ein einzelnes Bit spendiert, um diese Sequenznummer auszudrücken. Nämlich die 0 und die 1, können also 0, 1 unterscheiden als Sequenznummer. Das reicht, aber das legt dem Sender eine Beschränkung auf. Das einfache Beispiel ist, wenn Sie 0 und 1 direkt hintereinander losschicken würden, diese vertauschen sich, dann können Sie leicht ein Beispiel konstruieren, auch das ist eine schöne kleine Übungsaufgabe, dann können Sie leicht ein Beispiel konstruieren, dass der Empfänger doch verwirrt wird und entweder ein Paket übersieht oder ein Paket mehrfach verarbeitet, wenn Sie das mit Übertragungswiederholungen verbinden. Vielleicht machen wir dazu noch eine kleine Übungsaufgabe. Der nächste Punkt ist spürbar spannender und hängt eng mit den vorherigen Punkten zusammen. Können Sie annehmen oder unterstellen als Sender, dass eine Nachricht, die Sie losschicken, innerhalb einer fest bekannten maximalen Zeit bei Ihrem Empfänger ankommt oder halt nicht ankommt und dann auch wirklich verloren gegangen ist? Gibt es eine obere zeitliche Schranke für das Ankommen einer Nachricht oder für ihre Vernichtung? Wenn Sie das unterstellen können, wenn Sie wissen, dass innerhalb einer Sekunde die Nachricht entweder angekommen ist oder nicht mehr existiert, dann sind auch viele der vorherigen Probleme viel leichter. Dann wissen Sie, wenn Sie als Empfänger, der Empfänger kann das ja typischerweise dann auch wissen, dann wissen Sie als Empfänger, wenn eine solche Lücke entsteht, und Sie sehen 1, 2, 4, dann wissen Sie, wie lange Sie noch warten müssen, bevor 3 entweder kommt oder sich darauf verlassen können, dass sie nicht wiederkommen kann, möglicherweise nachfragen, möglicherweise Maßnahmen eingreifen. Ohne dieses Wissen, wenn eine Nachricht beliebig lange verzögert werden kann, ist es schwierig und theoretisch auch unmöglich, mit endlich vielen Sequenznummern sicherzustellen, dass die richtigen Nachrichten ausgeliefert werden. Das ist eine leichte Überlegung. Angenommen, Sie können wieder nur 2 Nachrichten unterscheiden. Sie haben nur 0 und 1 als Sequenznummer. Und jetzt senden Sie eine 0 los und Sie verzögern diese 0 beliebig lange. Sehr, sehr, sehr lange. Irgendwann wird der Empfänger diese Nachricht als verloren ansehen. Es wird zu einer Übertragungswiederholung kommen, es wird eine Null übertragen. Aber irgendwann später kommt dieses verzögerte Null-Nachricht doch an.
der Empfänger ist vielleicht in der Situation, dass er auf eine Null wartet und würde dieses Paket, diese Null akzeptieren als eine korrekte Nachricht, hätte aber eine fehlerhafte Nachricht empfangen, er hätte ein altes Paket zweimal verarbeitet. So dass das hier eine harte Annahme ist, die sehr viele Unterschiede bewirkt, können Sie davon ausgehen, dass Ihre Nachrichten maximale Laufzeiten haben oder nicht. In Praxis können Sie das dummerweise nicht unbedingt. Je nach Systemkontext ist das eine sehr einfach zu überprüfende und sicherzustellende Annahme oder eigentlich praktisch nicht realisierbar. Im Internet ist es zum Beispiel nur mit viel auf Holz klopfen und Hoffnung so, dass Sie davon ausgehen können, dass es eine maximale Laufzeit gibt. Es gibt eine maximale Laufzeit, aber die ist nicht unbedingt numerisch bekannt. Ein letzter Punkt, über den man sich Gedanken machen muss, ist, kann der Absender verfälscht werden? Das haben wir schon ausgeschlossen. Es kann weder zufällig noch intendiert passieren. Also wir wissen immer, und auch das macht vieles einfacher, wir wissen immer, wer der Absender einer Nachricht war, wenn sie denn ankommt. Und wir können uns auch verlassen, dass das stimmt. So, das ist unser Nachrichtenmodell. Davon gehen wir aus. Ich habe Nachrichten als Pakete, maximale Größe, hoffentlich maximale Laufzeit. Ich werde davon ausgehen müssen, dass Nachrichten verloren gehen. Sie werden zufällig einfach verloren gehen. Sie werden nicht modifiziert werden. Ich kann nicht davon ausgehen, dass sie in der richtigen Reihenfolge ankommen. Sie können sich umtauschen. Und im allgemeinen Fall muss ich auch davon ausgehen, dass dieses Umtauschen, dieses Verzögern beliebig lange passieren kann. Können wir damit arbeiten? Ja, damit kann man arbeiten. Damit kann man konkrete Systeme bauen. Das ist das, was man tatsächlich tut. So, werden wir etwas praktischer. Reden wir über die konkrete Schnittstelle, wie man Nachrichtenaustausch betreibt. Ich denke jetzt sehr aus Anwendungsprogrammsicht. Aus einem Anwendungsprogramm heraus werden Sie irgendwelche APIs, irgendwelche Schnittstellen erwarten, die Ihnen das erlauben, mit Nachrichten umzugehen. Naja, und im einfachsten Fall haben wir etwas wie ein Senden und ein Empfangen. Eine Sendeoperation wird irgendwie folgendermaßen aussehen. Es gibt eine Sendefunktion, der Sie eine Nachricht oder eine Message übergeben, irgendeinen Puffer, in dem diese Nachricht enthalten ist. Und Sie werden in irgendeiner Form das Ziel dieser Nachricht noch spezifizieren. Der Inhalt dieses Speicherbereiches soll an dieses Ziel übertragen werden. Das ist das, was Sie damit aussagen. Das ist eine relativ banale Aussage. Der Empfänger wird seine Bereitschaft, eine Nachricht zu empfangen, ebenfalls über einen Funktionsaufruf kundtun. Er wird einen Puffer spezifizieren müssen, in dem die Nachricht abgelegt werden soll. Das wäre ein typisches Vorgehen. Und Sie werden in der Regel, nicht unbedingt, aber typischerweise, noch einen weiteren Pufferplatz spezifizieren, in dem Metadaten über die Nachricht abgelegt werden. Das ist ja nicht die eigentliche sogenannte Payload, der eigentliche Inhalt der Nachricht. Aber es kann durchaus interessant sein zu wissen, wo die Nachricht herkommt, wie lange sie war, etc. etc. Diese Metadaten kann man auch oft, finden Sie auch oft, dass es sowohl ein Input als auch ein Output-Wert ist. Input heißt, würde dann zum Beispiel sagen, ich bin nur bereit, von diesem Sender eine Nachricht entgegenzunehmen. Nachrichten aller anderen möchte ich ignorieren. Details müssen Sie sich in der konkreten Schnittstelle angucken. Wir machen nachher das Socket-Beispiel, indem wir das spezifischer uns anschauen. Naja, und das sind Funktionsaufrufe. Funktionsaufrufe kommen mit Rückgabewerte zurück. In der einen oder anderen Form werden Sie das finden, dass diese Rückgabewerte Erfolgs- oder Fehlermeldungen sein können. Es kann auch über Exceptions abgearbeitet werden und so weiter. Das hängt davon ab, wie Ihre Schnittstelle konkret aussieht. Das ist nicht so der spannende Punkt. Der interessantere Punkt ist, was ist eigentlich das genaue Zeitverhalten der Sende- bzw. der Empfangsoperation? Nicht, wir sind hier an der Schnittstelle zwischen einem Anwendungsprozess, der mit einem darunterliegenden Betriebssystem redet und Nachrichten senden oder empfangen möchte. Also, was machen diese beiden Operationen, Senden und Empfangen, mit dem Anwendungsprozess? So, und da gibt es verschiedene Varianten. Drei davon sind leicht vorstellbar, zwei davon sind praktisch relevant, eigentlich fast nur eine davon. Die erste Variante ist diese hier. Das ist ein striktes Blockieren. Will Folgendes heißen. Ich habe ja in meiner Senderoperation einen Pufferplatz spezifiziert. Da steht die Nachricht drin. Die Frage ist,
wann weiß ich denn, dass diese Nachricht angekommen ist und wann weiß ich, dass dieser Pufferplatz damit, weil die Nachricht ja beim Empfänger angekommen ist, dass ich diesen Pufferplatz schadlos wieder für etwas anderes benutzen darf, ohne dass ich die Nachricht, die da enthalten war, möglicherweise verliere, beschädige oder sonst etwas damit tue. Der eine Standpunkt, auf den ich mich stellen kann, ist zu sagen, das kann ich nur dann machen, wenn die Nachricht wirklich beim Empfänger abgeliefert wurde. Meine Sendeoperation würde in diesem Fall meinen Anwendungsprozess bis zu diesem Zeitpunkt blockieren, dass das Betriebssystem sicher ist, das Betriebssystem des Senders sicher ist, dass die Nachricht beim Empfänger angekommen ist. Erst danach würde diese Sendeoperation aus dem Betriebssystem zurückkehren, der Prozess würde entblockiert, dürfte weiterlaufen. Das gibt es wieder insbesondere in der High-Performance-Community, ist aber hier in den allgemeinen APIs für allgemeinen Nachrichtenaustausch eher unüblich. Von daher müssen wir uns den Fall eigentlich nicht so sehr anschauen. Der typische Fall, vermutlich der 98%-Fall, ist ein beschränktes Blockieren. Will sagen, ich habe immer noch das Problem, dass ich in der Sendeoperation ja einen Puffer angebe, in dem eine Nachricht enthalten ist. Ich sollte diesen Pufferplatz nicht für irgendetwas anderes benutzen oder überschreiben, solange ich nicht sicher sein kann, dass der Inhalt dieses Puffers, diese Nachricht, an einem in Anführungszeichen sicheren Ort ist. Nun ja, dieser sichere Ort muss nicht vielleicht unbedingt der Empfänger sein. Es reicht vielleicht, und das ist der Standpunkt hier, es reicht vielleicht, wenn diese Nachricht aus meinem Anwendungsprozess ins Betriebssystem kopiert wurde, irgendwo in einem Betriebssystempuffer liegt, sodass ich hier mich auf Anwendungsebene nicht mehr darum kümmern muss. Bedeutet was, nachdem eine solche Send-Operation zurückkehrt, weiß ich als Sender zweierlei. Erstens, ich kann diesen Speicherplatz wieder benutzen. Ich muss mir keine Gedanken mehr um diese Nachricht machen. Es ist das Problem von jemand anderem. Es ist das Problem des Betriebssystems, sich darum zu kümmern. Ich kann andererseits aber nicht sicher sein, dass die Nachricht tatsächlich angekommen ist. Selbst wenn ich mit meinem Empfänger verabredet habe, dass ich Bestätigungen haben möchte, kann ich mich darauf in diesem Moment noch nicht verlassen. Ich brauche eine separate Nachricht, dass es tatsächlich meine gesendete Nachricht angekommen ist. Bedeutet was? Bedeutet, dass eine solche kurzfristig blockierende Operation meinen Anwendungsprozess eigentlich nur so lange blockiert, wie ich brauche, um die Nachrichten in das Betriebssystem zu kopieren. Es kann sein, dass das ein längerer Prozess ist, wenn Ihr Betriebssystem keinen Pufferplatz zur Verfügung hat. Das ist in eingebetteten Systemen mit insgesamt wenig Speicher etwas, das durchaus plausibel passieren kann. Auf Ihrem allgemeinen PC, üblichen Handels-PC, Laptop oder so, wird das vermutlich eher selten der Fall sein. Ja, so, als kleine Fußnote, ich habe hier von Kopieren gesprochen. Kopieren zwischen Speicherbereichen, insbesondere zwischen Anwendungsprozess und Betriebssystem, ist eine zeitaufwendige Operation. Es gibt reichlich Abarten dieser Sender-Operationssemantik, die Ihnen es eben nicht erlauben, das zu kopieren, sondern indem Speicher eigentlich nur in der Verantwortung übergeben wird. Wenn Sie sich an die Betriebssystemvorlesung oder die SSSP erinnern, man würde beispielsweise Seiten umhängen, logische Seiten der logischen Speicherverwaltung, Seiten umhängen, aus dem Anwendungsprozess ausklinken, ins Betriebssystem einklinken, sodass Sie sich das Kopieren sparen. Kopieren ist eine sehr teure Operation. Das nur als Fußnote. Also, typischer Fall, wir haben ein solches begrenztes Blockieren. Ich blockiere den Anwendungsprozess für die Zeit, die ich brauche, diesen Puffer ins Betriebssystem zu kopieren. Es gibt eine dritte Variante, die ist genauso unüblich wie die erste und hier auch nur der Vollständigkeit halber erzählt. Das Senden ist eigentlich nur dazu da, das Betriebssystem vorzubereiten, dass eine Nachricht gesendet wird, in diesem Sinne, dass der Pufferplatz immer noch durch die Nachricht belegt ist und Sie können es nicht wieder benutzen. Sie werden wieder eine zusätzliche Information brauchen, nicht darüber, dass die Nachricht am Empfänger angekommen ist, sondern sie abgeschickt wurde. Und dann erst können Sie diesen Puffer wieder benutzen. Auch da ist es dann wieder somebody else's problem, dass diese Nachricht jetzt unterwegs ist. Gut, wie gesagt, der mittlere Fall, das ist der typische, mit dem Sie in aller Regel zu tun haben werden. Wie sieht es auf Empfängerseite aus?
Auf Empfängerseite gibt es auch die Unterscheidung zwischen Blocking und Non-Blocking. Der erste Fall ist wieder der üblichere. Ein Anwendungsprozess sagt, er möchte jetzt eine Nachricht empfangen. Und typischerweise wird er ja darauf warten, um dann mit dieser Nachricht irgendetwas zu tun. Also das übliche API sagt dann, naja, wir warten jetzt mal mit dem Empfangen dieser Nachricht. Wir blockieren den Anwendungsprozess, bis tatsächlich eine Nachricht eingetroffen ist. Erst dann können wir sinnvoll damit weiterarbeiten. Erst dann kann der Anwendungsprozess seine Arbeit fortsetzen. Also ist es auch schadlos, hier so lange zu warten, bis diese Nachricht eingetroffen ist. Und warten heißt aus Betriebssystemsprechweise, wir blockieren den Prozess. So, wie gesagt, Sie können hier jetzt zusätzliche Eigenschaften noch mit angeben, eine Nachricht eines bestimmten Senders, eine maximale Länge einer Nachricht und so weiter und so weiter. Das ist hier reichlich vorhanden, je nach spezifischem API. Gängiges Missverständnis ist, dass typische Receive-Operationen Ihnen eine minimale Länge garantieren, eine minimale Länge. Das ist in der Regel nicht so. Typischerweise bekommen Sie, selbst wenn Sie eine maximale Länge hier angeben, kann es gut sein, dass Sie nur einen Teil davon bekommen. Das müssen Sie sich in Ihren Return Values anschauen und überprüfen, was Sie tatsächlich empfangen haben. So, das ist die blockierende Variante. Es gibt hier eine naheliegende nicht blockierende Variante ebenfalls dazu. Hier würde ein Anwendungsprozess nicht blockierend empfangen wollen, will sagen, wenn eine Nachricht vorhanden ist für diesen Anwendungsprozess, dann möchte ich gerne diese Nachrichten an meinen Anwendungsspeicherpuffer kopiert haben. Wenn dem nicht so ist, dann bitte schön direkt zurückkehren, nicht im Betriebssystem verweilen, nicht den Anwendungsprozess blockieren, sondern direkt zurückkehren und über einen Return-Wert Bescheid sagen, dass das entsprechend der Fall ist, dass hier keine sinnvolle Nachricht vorhanden war. Non-Blocking ist jetzt hier, wenn man ganz pingelig hinguckt, wieder nicht der ganz richtige Begriff. Auch hier würden Sie ja für eine ganz kurze Zeit den Prozess blockieren müssen, da Sie ja einen Kerneintritt machen, da Sie ja im Betriebssystemkern nachschauen müssen, ob es eine Nachricht gibt. Aber das ist ein sehr, sehr, sehr kurzer Zeitraum, der nichts damit zu tun hat, dass Sie möglicherweise lange warten müssen, bis jemand Ihnen tatsächlich eine Nachricht sendet. In dem Sinne ist es für alle praktischen Belange als ein nicht blockierendes Warten auffassbar. Entschuldigung. So, das heißt, wir haben auf Senderseite zwei Varianten für das Synchronizitätsverhalten. Wir haben auf Empfängerseite zwei wirklich beide praktisch wichtige Varianten. So, jetzt kann man sich anschauen, welche Kombinationen, und Sie sehen ziemlich schnell, alle Kombinationen sind erstmal plausibel und alle Kombinationen kommen auch vor. Wie es jetzt konkret ausgestaltet ist, wie gesagt, das hängt von Ihrem konkreten API ab, aber die häufigste Kombination ist dieses fast blockierende Senden in der Version 2 des Blockierungsbegriffs, also dieses eigentlich auch nur blockieren, bis ich die Nachricht kopiert habe, senden, mit dem tatsächlich richtigen blockierenden Empfangen. Das werden Sie in aller Regel als die übliche Kombination vorfinden. So, das ist die Synchronizität. Wir müssen uns noch über ein paar andere Aspekte Gedanken machen. Wir hatten schon Unicast unidirektional, bidirektional. Wir hatten jetzt Synchronizität. Und wie Sie eben an meinem Versprecher gemerkt haben, wir müssen uns noch darüber unterhalten, wer eigentlich mit wem redet. Und da gibt es naheliegende Kombinationen und es gibt eine, die weniger naheliegend ist. Die naheliegende Kombination ist der Unicast. Sie haben einen Sender, der an einen Empfänger schickt. Sie haben die zwei Varianten, dass Sie von einem zu mehreren schicken. Die eine Variante hier ist der Broadcast. Ein Sender schickt an alle. Mit der intendierten Semantik, die Nachricht soll an alle möglichen erreichbaren Empfänger zugestellt werden, egal wer das sein mag. Okay, das ist der Broadcast. Möglicherweise will ein Sender aber zwar an mehrere schicken, aber die Menge der Empfänger einschränken. Das ist ein Multicast. Sie haben einen Sender, der an eine dediziert aufgezählte, spezifizierte, festgelegte Gruppe an möglichen Empfängern seine Nachricht sendet. Auch da Details unterscheiden sich, wie diese Spezifikation funktioniert, wer jetzt der Empfänger ist. Da gibt es bestimmt ein halbes Dutzend an plausiblen Modellen. Und auch in der Praxis vorkommenden Modelle. Aber es ist immer die Idee, in irgendeiner Form hat jemand aufgesagt, für diese Nachricht sind das die in Frage kommenden Empfänger.
Und das ist in der Regel eine sehr, sehr kleine Teilmenge aller möglichen Empfänger, gerade wenn Sie sich vorstellen, dass die möglichen Empfänger vielleicht das ganze Internet sein könnten. So, diese ersten drei Dinge sind, denke ich, recht naheliegend. Der letzte ist ein bisschen seltsam. Der letzte ist etwas seltsam in dem Sinne, dass wir dieses von einem zu vielen umkehren und uns überlegen, dass wir von vielen zu einem senden. Ich habe also mehrere Sender, die Daten in irgendeiner Form zu einem Empfänger schicken. Das ist vielleicht wieder ein schöner kleiner Punkt, das Video einmal zu pausieren und sich zu überlegen, ob Ihnen ein Beispiel dafür einfällt. Ein oder zwei Beispiele fallen Ihnen dafür vielleicht ein, wo es zu solchen sogenannten Converge-Casts kommt. Das ist der Begriff dafür, ist ein sogenannter Converge-Cast. Wenn Sie das Video pausiert haben und Ihnen ist was eingefallen, Gratulation, das ist schön. Die zwei Standardbeispiele für ConvergeCast sind das folgende. Das erste ist, Ihre Sender sind Sensoren, die irgendwelche Messwerte aufnehmen. Und jetzt wollen Sie aus diesen mehreren Messwerten, die alle das gleiche Phänomen überwachen, Temperatur, Druck, keine Ahnung, möchten Sie einen repräsentativen Wert gewinnen. Ein Mittelwert, ein Median, irgendetwas in dieser Form. Etwas, das Sie im Netz, während Sie diese einzelnen Messwerte transportieren, vielleicht bereits vorverarbeiten können, bereits zusammenfassen können. Zum Beispiel können Sie den Mittelwert einfach beim Zusammentragen dieser einzelnen Werte entlang einer Baumstruktur direkt mitberechnen und immer weiter zusammenfassen, sodass am eigentlichen intendierten Empfänger wirklich möglicherweise nur noch ein einziger Wert ankommt. Das hat man vielleicht so im Alltag nicht auf dem Schirm. Aber das zweite Beispiel für ConvergeCast ist etwas, wo es eine gute Chance gibt, dass Sie das schon benutzt haben. Und das sind Dinge wie Peer-to-Peer-Netze, BitTorrent oder ähnliches. BitTorrent ist eigentlich das kanonische Beispiel dafür. Sie haben als Datum, das Sie übertragen wollen, eine sehr große Datei, ein Video dieser Vorlesung, ein anderes Video, ein Betriebssystem-Image. Und diese große Datei ist auf vielen, vielen Sendern vorhanden. Und Sie könnten sie im Prinzip von einem Sender empfangen, zu sich holen. Aber möglicherweise ist dieser eine Sender nicht schnell genug, um Ihre Kapazität des Empfangens auszulasten. Ja, dann nehmen Sie einen zweiten Sender dazu, dann nehmen Sie einen dritten Sender dazu und fügen die Daten hier zusammen bei sich selbst aus einzelnen Teilen, die in die einzelnen Sender gesendet haben. Der technische Hintergrund, warum es das gibt und warum das eingeführt wurde, sind die sogenannten Asymmetric DSL-Verbindungen, die asymmetrischen DSLs, bei denen Upload- und Download-Geschwindigkeiten unterschiedlich sind. Das ist letztlich damals der Hintergrund gewesen, warum diese Modelle eingeführt wurden. Peer-to-Peer schauen wir uns noch in einem späteren Kapitel mehr im Detail an. So, damit haben wir für den Nachrichtenaustausch die wesentlichen Aspekte beschrieben. Wir haben unidirektional, bidirektional, wir haben Synchronizität für Senden und Empfangen und wir haben die Castigkeit. Unicast, Broadcast, Multicast, ConvergeCast uns angeschaut. Das ist eigentlich alles, was man aufsagen muss, nebst dem Verhalten zu möglichen Fehlern und Zeitverhalten. Das ist alles das, was Sie aufsagen müssen, um sich festzulegen, das ist das Message-Nachrichten-Austauschmodell, von dem wir jeweils reden. Sehr schön. Schauen wir uns das noch für ganz kurz für geteilten Speicher an. Der Fall des geteilten Speichers ist ein etwas anderer. Die Vorstellung ist hier, dass eine Kommunikation nicht durch das Zusenden von Postkarten passiert, sondern die Vorstellung ist eher, dass Sie eine Tafel haben, auf die jeder Teilnehmer Prozessknoten schauen kann, lesen kann und schreiben kann. Dieser gemeinsame Speicher ist in der Abstraktion zentralisiert, ein gemeinsamer Speicher. In der Realisation wird er in aller Regel natürlich wieder ein verteilter Speicher sein. Und das muss man sich genau überlegen, was ich eigentlich als Semantik meine. Wie soll dieser Speicher sich verhalten, wenn gleichzeitig zugegriffen werden soll? Das Verhalten dieses Speichers ist unkritisch, wenn Ihre einzelnen Teilnehmer auf unterschiedliche Adressen zugreifen, auf unterschiedliche Teile. Oder wenn diese Zugriffe in der Zeit weit voneinander entfernt sind. Aber wenn es sich um Zugriffe auf die gleiche Speicherstelle handelt, die Sie mit Lesen oder Schreiben bearbeiten können, und diese Zugriffe
gleichzeitig in enger zeitlicher Nähe stattfinden, dann brauchen Sie ein präzises Modell dafür, was da passiert. Es gibt jetzt, wie Sie sich denken können, nicht das eine präzise Modell, es gibt verschiedene Varianten dazu. Die typische Ausgangssituation für einen solchen gemeinsamen Speicher ist das sogenannte PRAM-Modell. Sie erinnern sich aus Ihren Theorievorlesungen vielleicht noch an die RAM, an die Random Access Machine, Verallgemeinerung der Turing-Maschine. Sie haben genau dieses Speichermodell, sodass Sie mit Lese- und Schreiboperationen auf einzelne Stellen im Speicher zugreifen können. Sequenzielles Berechnungsmodell. Die Parallel RAM verallgemeinert das, indem sie sagt, ich habe mehrere solche Einheiten, die Lese- und Schreiboperationen auf einen gemeinsamen Speicher durchführen können. So, wie gesagt, das Problem ist, was passiert, wenn Sie Lese- und Schreiboperationen auf die gleiche Adresse durchführen, in enger zeitlicher Nähe. Enge zeitliche Nähe, das ist ein Wischiwaschi-Term. Damit können Sie nichts anfangen. Wir brauchen also eine Präzisierung dieses Zeitverhaltens hier. Die PRAM macht eine sehr starke Präzisierung dieses Zeitverhaltens. Sie führt das sogenannte Lockstep-Modell ein. Sie haben einen Takt, eine gemeinsame Referenz des Zeitfortschrittes, der für alle diese PRAMs gleich ist, der von außen gegeben ist, über den Sie nicht nachdenken müssen. Es gibt ein klares Verständnis von, es gibt ein Jetzt und es gibt ein Jetzt plus 1 und ein Jetzt plus 2. Stellen Sie es als der Takt einer Uhr vor, die alle gleichzeitig hören können. Stellen Sie es als den Trommler auf einer Galeere vor. Es ist alles die richtige Vorstellung. Sie haben das Lockstep-Modell, sodass alle gleichzeitig diese PRAMs einen Fortschritt machen. Sodass dieses, wo ich eben mit den Händen wedeln musste, dieses in irgendwie zeitlicher Nähe, das Problem ist weg. Sie haben klare Zeitschritte und wenn zu diesem Zeitschritt auf eine Speicherstelle eine Lese- oder Schreiboperation passiert, dann ist das gleichzeitig. Und wenn es zu T plus 1 passiert, dann ist es nicht gleichzeitig. Einfaches Modell. So, Entschuldigung. Wenn dem so ist, dann muss man sich jetzt noch überlegen, was tun Sie, was machen Sie für Festlegungen. Naja, überlegen Sie sich, was für Zugriffe es gibt. Es können auf die gleiche Speicherstelle zwei Lesezugriffe passieren. Das ist unkritisch, das tut nicht weh. Es könnten Lese- und Schreibzugriffe passieren. Das ist schon kritisch, das ist schon nicht klar. Sagen wir, es ist nur ein Schreibzugriff. Sie haben einen Schreibzugriff und mehrere Lesezugriffe. Welchen Wert geben Sie denn jetzt? Den geschriebenen oder den neu geschriebenen oder den vorher vorhandenen? Muss man festlegen. Aber gut, kann man irgendeine Festlegung treffen? Es gibt sowohl das eine als auch das andere Modell. Das macht tatsächlich keinen großen Unterschied, solange Sie es klar festgelegt haben. Der kritische Fall ist natürlich bei mehreren Schreibzugriffen. Wenn Sie mehrere Schreibzugriffe auf die gleiche Speicherstelle zum gleichen Zeitpunkt haben, dann brauchen Sie eine Festlegung, was passiert. An der Stelle unterscheiden sich dann die PRAMs voneinander. Sie können festlegen, dass das nicht erlaubt ist, dass das ein Programmfehler ist. Sie können festlegen, dass irgendein zufälliger Wert, dass der kleinste Wert geschrieben wird, wie auch immer. Aber das ist etwas, was ein solches Berechnungsmodell festlegen muss. An der Stelle kann man jetzt weitermachen und eine schöne theoretische Vorlesung zu verteilten Algorithmen machen. Das machen wir hier nicht. Deswegen hier noch eine Referenz auf eine URL. Wenn Sie das interessiert, können Sie sich das gerne anschauen. Uns interessiert die PRAM hier eigentlich nur unter diesem einen Aspekt, dass sie uns ein Beispiel gegeben hat für ein sehr striktes Zeitmodell, bei dem es eine klare Abfolge von Zeitpunkten gibt, bei denen es eigentlich nichts mehr zu diskutieren gibt. Und damit sind wir in Zeitmodellen. Die PRAM war ein sehr, sehr strenges Zeitmodell. Dieses Lockstep-Modell ist eigentlich das schönste Modell, das man sich vorstellen kann. Und für ein theoretisches Modell, ein Berechnungsmodell wie die PRAM, ist es super. Das ist völlig okay. Können Sie das bauen? Können Sie eine PRAM bauen, die dieses tatsächliche Lockstep-Modell garantieren kann? Naja, für eine endliche Anzahl geht das. Für eine endliche Anzahl von PRAMs geht das. Für mögliche Abweichungen bauen Sie genügend Pufferzeiten ein, sodass das alles wieder funktioniert. Naja, das geht alles irgendwie, aber das skaliert nicht. Das PRAM-Modell sagt, es darf beliebig viele dieser Dinge geben, dieser parallelen Zugriffsmaschinen. Das skaliert nicht für ein praktikables System. Das heißt, was können wir denn für ein praktisch relevantes, echt existierendes Modell
für das Zeitverhalten unterstellen. Wir brauchen Zeitmodelle. Wir brauchen Zeitmodelle, wie sich ein System in der Zeit benimmt. Was bedeutet das? Ich muss etwas dazu sagen, zu welchen Zeitpunkten welche Art von Ereignissen in meinem System vorkommen dürfen. Naja, und die Ereignisse, die ich habe, sind im Wesentlichen von zwei Sorten. Also es sind einmal Berechnungsereignisse, die durch meine Knoten passieren, und es sind Kommunikationsereignisse. Nachrichtenaustausch, gemeinsamen Speicher haben wir weg, lassen wir weg. Für meine Knoten, naja, man kann jetzt pingelig werden und sagen, okay, die machen unterschiedliche Dinge, unterschiedliche Instruktionen, dauern vielleicht unterschiedlich lange, interessiert mich nicht, es gibt nur endlich viele Instruktionen, kann ich eine obere Schranke mir anschauen. Der Punkt ist, sind meine einzelnen Knoten unterschiedlich schnell? Unterscheiden die sich? Unterscheiden die sich? Wie unterscheiden sie sich? Ist mir das vorher bekannt? Wenn ich vorher weiß, dass Knoten 3 doppelt so schnell ist wie Knoten 5, dann ist das wieder fast egal, dann sind das Konstanten, die sich durch eine Rechnung durchziehen. Was ist, wenn sich diese Geschwindigkeit ändert? Kann ein Knoten irgendwie losspurten und dann wieder langsamer werden? Sagen Sie vielleicht, naja, das ist doch Unsinn, so ein Rechner benimmt sich doch nicht so. Naja, sagen Sie das nicht. Mein Laptop pustet gerade kräftig vor sich hin, weil er hier viel zu tun hat durch diese Aufnahme. Der hätte im Moment nicht so viel Gelegenheit, andere Dinge zu tun, und die würden entsprechend langsamer ausgeführt werden. Knoten kann ausfallen, er kann heiß werden, er kann kalt werden, es kann schon reichen, um Variationen in der Geschwindigkeit zu verursachen, und es kann Hintergrundlast entstehen. Also das ist gar nicht so blöd, das ist gar nicht so unplausibel, dieses Modell, dass die scheinbare Geschwindigkeit, die ein Knoten für einen bestimmten Anwendungsprozess mobilisieren kann, dass die sich über der Zeit verändert. Von daher, damit werde ich umgehen können müssen. Ich werde nicht davon ausgehen können, dass mein Anwendungsprozess immer schön mit der gleichen Rate, mit der gleichen Anzahl an Instruktionen pro Zeiteinheit ausgeführt wird. Das wird sich verändern im allgemeinen Fall. Das gleiche Problem habe ich beim Nachrichtenaustausch. Brauchen alle meine Nachrichtenübertragungen genau lange? Naja, das unterstellt ein paar Dinge, um das überhaupt plausibel argumentieren zu können. Ich brauche eine obere Schranke für meine Pakete. Wenn meine Pakete beliebig groß werden können, ist die Argumentation sofort tot. Also ich brauche eine obere Schranke für die Anzahl an Daten innerhalb eines Pakets. Okay, kann ich mich darauf einlassen? Ist okay. Die einzelne Übertragung eines Pakets über eine einzelne Kommunikationsstrecke, die ist vielleicht tatsächlich noch relativ konstant in ihrer Zeitdauer. So ein Kupferkabel verändert sich jetzt im Laufe des Tages und im Laufe eines Jahres nicht wirklich signifikant. Da ist das okay. Weder die Rate noch die Latenz über ein Kupferkabel ist großen Schwankungen unterworfen. Ja, stimmt im drahtlosen Fall schon nicht mehr. Im drahtlosen Fall können Sie sofort vergessen, da passiert das nicht mehr. Da stimmt das nicht. Eine drahtlose Übertragungsstrecke hat variierende Raten durch Interferenz, durch veränderliche Qualität Ihres Kanals. Also Ihre Rate verändert sich. Auch die scheinbare Rate, die Sie bekommen von einem solchen Übertragungsmedium, kann sich ändern, wenn mehr oder weniger Last, Konkurrenz von anderen Teilnehmern entsteht. Und das schlägt sich wieder nieder, wenn Sie mit Ihren Daten durch einen Zwischenknoten müssen, der andere Pakete auch übertragen muss. Da müssen Sie sich auch da die Kapazität dieses Knotens mit anderen Übertragungen teilen. Das führt dazu, dass Ihre Übertragung verzögert wird. Also, Sie können hiervon überhaupt nichts ausgehen. Sie können im praktischen Fall hier überhaupt nicht davon ausgehen, dass Sie irgendwelche oberen Zeitschranken angeben können. Das ist tatsächlich ein schwieriges Problem, ein Kommunikationssystem so zu bauen, dass Sie für jede Übertragung sicher sein können, dass sie nach einer maximalen Zeit tatsächlich erfolgreich abgeschlossen sein wird. Das ist ein wichtiges Problem, das brauchen Sie jetzt wieder typischerweise in eingebetteten Systemen. Denken Sie an das Steuernetz innerhalb eines Flugzeugs. Das wäre eine nette Eigenschaft, wenn der Pilot auf Fahrwerk runterlassen drückt, wenn diese Nachricht Fahrwerk runterlassen tatsächlich innerhalb gewisser Zeit auch beim Fahrwerk angekommen ist und nicht erst ankommt, wenn Sie schon eine Bauchlandung gemacht haben. Ich nehme an, da stimmen Sie mir zu. Also, im praktischen Fall schwierig auszusagen, bis eigentlich in sowas wie einem Internet überhaupt nicht aussagbar. Das heißt, wir sitzen eigentlich hier zwischen allen Stühlen. Wir sitzen zwischen
zwei Enden eines Spektrums. Auf der einen Ende des Spektrums haben Sie dann ein sehr theoretisches Modell, sowas wie dieses PRAM-Modell, in dem alles exakt eine Zeiteinheit dauert. Mein Nachverarbeitungsschritt dauert eine Zeiteinheit, eine Übertragung einer Nachricht dauert exakt eine Zeiteinheit. Es ist für alle Teilnehmer exakt gleich, in absoluter Zeit passiert alles immer zu genau gleichen Zeitpunkten, ein solcher Taktschritt. Das ist toll, darüber können Sie Beweise führen und so weiter. Und tolle Algorithmen schreiben. Es ist nur dummerweise ein völlig unrealistisches Modell. Auf der anderen Seite haben Sie ein Modell, das Ihnen eigentlich gar nichts mehr aussagen kann. Sie machen überhaupt keine Zusicherungen mehr über das Zeitverhalten. Sie sagen, alles kann irgendwie beliebig lange dauern. Naja, okay, ich habe keine obere Schranke für die Übertragungsdauer von A nach B. Und wie vorhin schon kurz angedeutet, wenn dem so ist, dass Sie keinerlei Aussagen, keinerlei Zusicherungen mehr machen können, dann werden viele Dinge auch schwierig bzw. sogar unmöglich. Sie übertragen von A nach B, aber Sie können nicht sagen, dass es jemals ankommen wird. Das kann beliebig lange dauern. Mit so einem Modell können Sie auch nicht viel anfangen. Das heißt, was Sie für die Praxis brauchen, ist etwas, das irgendwo zwischen diesen extremen Punkten dieses Spektrums sitzt. Zum Beispiel werden Sie typischerweise ausgehen davon, dass Sie sagen, naja, Ihre Einzelfallknoten können unterschiedlich schnell sein, aber es wird nicht beliebig nach oben oder unten ausschlagen. Der Abstand dieser Geschwindigkeit ist irgendwie beschränkt. Dazwischen kann alles Mögliche passieren, das weiß ich nicht. Ich kann vielleicht auch davon ausgehen, dass ich sowas wie eine Uhrzeit im Sinne der Uhrzeit, die auf einer Armbanduhr oder auf der Uhr an der Wand vergeht, habe. Aber der ist nicht perfekt. Dieses Gucken auf die Uhren, diese Uhren funktionieren nicht exakt gleich. Sie sind nur approximativ synchronisiert. Sie zeigen nur approximativ ungefähr die gleiche Zeit an. Und möglicherweise habe ich auch doch irgendwelche obere Schranken, zum Beispiel für die Paketübertragung. Aber diese oberen Schranken werden in aller Regel recht groß sein. Die werden in aller Regel recht groß sein, vielleicht deutlich größer, als mir das angenehm ist. Und wenn diese obere Schranke verletzt ist, was in Praxis immer passieren kann, Sie haben immer ein Restrisiko bei solchen Annahmen, dann werden Sie dieses, zum Beispiel in diesem Fall ist es Paket, das werden Sie als verloren erklären. Und selbst wenn es danach noch ankommen sollte, werden Sie es ignorieren, wenn Sie mitbekommen, dass es ein solches verspätetes Paket ist. Ja, und damit sind wir im Verletzen von Annahmen und in Dingen, die schief gehen. Wir müssen über Fehlermodelle reden. Es ist tragisch, aber es ist eine Tatsache, dass Dinge schiefgehen. Was kann denn alles schiefgehen? Naja, wir haben wieder Verarbeitung und Kommunikation. Wir haben für unsere Verarbeitung den Fall, dass unsere Knoten, Prozessoren, was auch immer, können ausfallen. Unsere Nachrichten können verloren gehen und es kann zufällig passieren oder es kann böswillig passieren. Den böswilligen Fall, ich betone es nochmal, schließen wir direkt aus. Aber für diese vielen verschiedenen Dinge, die da schiefgehen können, werden wir unterschiedliche, präzisere Modelle brauchen. Die werden wir uns auch stochastisch ansehen müssen. Und wir werden unterschiedliche Techniken benutzen müssen, um damit umzugehen. Das schauen wir uns in sehr viel größerem Detail im Kapitel 4 an. Und wenn man ehrlich ist, diese ganze Vorlesung brauchen wir eigentlich nur, weil Dinge schiefgehen. Könnten wir sicher sein, dass es nicht zu Fehlern kommt, dann wäre der ganze Rest dieser Vorlesung in vermutlich drei Doppelstunden abgehandelt. Aber die ganze intellektuelle Komplexität, die ganze Schwierigkeit des Materials hier stammt eigentlich daraus, dass wir uns mit Fehlern auseinandersetzen werden. Das können wir hinterher sogar mal irgendwann beweisen, dass es um, genauer gesagt, die Kombination von Fehlern mit fehlender Zeitinformation. Das ist letztlich der Kern des Problems, an dem Sie Dinge nicht mehr unterscheiden können und ein verteiltes System in die Verwirrung stürzt. So, ich hoffe, ich habe Ihnen jetzt gerade nicht zu viel Angst gemacht. Nichtsdestotrotz, das ist ein guter Punkt für eine kleine Pause. Machen Sie eine Pause, bevor Sie sich das nächste Video anschauen. Danke fürs Zuhören.